всей фашистской Германии. Огонь! Also die bolschewistischen Divisionen ungeheure Verluste. Die Front brennt auf 1000 Kilometer Breite. Die Oder. 70 Kilometer östlich von Berlin. Bis hierher haben sich Ende Januar 1945 die Einheiten der Roten Armee vorgekämpft. Für die 300 Kilometer von der Weichsel quer durch Polen bis in den Osten Brandenburgs benötigen die Truppen der ersten weißrussischen Front nur 15 Tage. An der Oder will Stalin seine Streitkräfte sammeln, bevor sie zum letzten Schlag gegen Berlin ausholen. Westlich des Flusses wird jetzt das Oderbruch für 2,5 Monate zum Schlachtfeld. Es ist ein sumpfiges, von Gräben durchzogenes Gebiet, das wenig Deckung bietet. Die Wehrmacht leistet heftigen Widerstand. Trotzdem gelingt es der Roten Armee, immer größere Einheiten über den Fluss zu setzen. Wolfgang Grybkowski steckt im Februar 1945 noch in der Ausbildung. Wie tausende junger Rekruten soll er sich jetzt opfern, um den Sturm auf Berlin aufzuhalten. Die Meldungen von der Ostfront wurden immer dramatischer. Und dann hieß es für uns, abbrechen der Ausbildung in diesem Lehrgang und fertig machen, es geht an die Front. Und da war ich dann gerade 19 geworden. Also schon ein etwas älterer verglichen mit den jungen Soldaten. Ich möchte fast sagen arme Kerle, denn die waren mit 16 natürlich und dann schlecht und zu kurz ausgebildet in einer ganz üblen Lage. Es gibt keine Reserven. An den Westgrenzen des Deutschen Reiches wird gekämpft, um die Invasion der Amerikaner, Franzosen und Engländer aufzuhalten. Die Führung in Berlin steht mit dem Rücken an der Wand. Sie schickt Jugendliche an die Ostfront, die kaum den Kinderschuhen entwachsen sind. An der Seite der durch den Rückzug erschöpften Soldaten erhalten sie auf den Höhen rund um den Oderbruch eine Schnellausbildung. Hauptsache darauf an, dass wir immer hier einsatzbereit sind. Wochenschau-Reporter drehen einen Stellungsausbau im Oderbruch. Sie wollen Durchhaltewillen demonstrieren. Hier führen sie auch ein Interview, das nicht mehr gezeigt werden kann, da die Wochenschauproduktion ab März 1945 eingestellt wird. Und wir haben noch seither keinen Meter Boden aufgegeben. Mit was für Männern verteidigen wir, Hauptmann, den Abschnitt hier? Ich habe hier alles. Grenadiere, Panzergrenadiere, Luftwaffensoldaten, SS-Männer. Auch Volkssturm dabei? Volkssturmmänner, alle eingereiht. Und das Ganze ergibt ein Gefüge, auf das ich mich unbedingt hier verlassen kann. Hauptmann, glauben also hier an dieser Stelle dürfte sich der Russe die Zähne ausbeißen. Das bestimmt. Brandenburger, die sich im Februar 1945 noch auf der Ostseite der Oder befinden, sitzen in der Falle. Die Brücken sind zerstört oder bereits in sowjetischer Hand. Die rechtzeitige Flucht ist von höchster Stelle verboten worden. Jetzt ist es zu spät. Dorf für Dorf kämpft sich die Rote Armee vor. Edeltraud Neitzels Familie wird von Wehrmachtssoldaten in letzter Minute zum nächsten Bahnhof gebracht. Der ist so mit Menschen überfüllt, dass sie nicht einmal auf den Bahnsteig gelangen. Und ich habe da mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, seit gestern hat hier überhaupt kein Zug mehr gehalten. Wenn hier einer durchkam, ist er durchgefahren, weil er mit Flüchtlingen überfüllt war. Und es ist auch aussichtslos, dass hier nochmal ein Zug kommt. Edeltraud Neitzel bleibt wie allen Flüchtlingen nichts weiter übrig, als auf das Eintreffen der Roten Armee zu warten. Wassili Jaramenko erreicht mit den ersten Stoßtruppen die Oderregion. Er gehört als politischer Kommissar einer schnellen Panzereinheit an.
Wir haben ihre Städte und Dörfer eingenommen. Die Deutschen wurden vertrieben aus ihren Häusern, sodass wir dort einziehen konnten. Da gab es dann keine Deutschen mehr, solange wir da waren. Diese Orte wurden leergefegt. Viele wissen nicht, wohin. Es ist Winter. Einige schlagen ihr Lager in nahen Wäldern auf, in der Hoffnung, bald zurückkehren zu können. Auch die Familie der damals 13-jährigen Elisabeth Mummert flüchtet in den Wald, nachdem sowjetische Truppen in die Häuser ihres Dorfes eingezogen sind. Es war sehr kalt, sehr hässlich. Aber wir waren unter uns und einer hat auf den anderen so ein bisschen geachtet. Wir waren wieder wir, nicht? Das war viel wert. Wir waren dieser Hölle entronnen. Doch die Dorfbewohner werden nach einigen Tagen im Wald entdeckt. Alle müssen auf einer Wiese Aufstellung nehmen. Ohne erkennbaren Grund schießt ein Rotarmist in die wartende Menge. Und schoss bei mir hier vorbei und hinten neben mir stand eine Frau mit einem Baby, also ein 2-3-jähriges Kind auf dem Arm. Und dieses Kind bekam die Kugel ab und sackte zusammen. Und die Frau hatte schon ihren Mann verloren, ihren einen Sohn verloren an Lungenentzündung. So war das Letzte, was er hatte. Das war nur auch weg. Und sie schrie nur, Karlchen, was ist los mit dir? Komm, mach kleiner. Na, und das kriegte er nur mit und dann nahm er dieses Kind und schmiss es hinten in den Graben rein. Die wollte in den See gehen, die hat man festgehalten. Die Frau war so fertig, die schrie, ja, mein Leben ist zu Ende, ich brauch kein Leben mehr, nicht so in dem Sinne. Nach diesem Vorfall begeben sich die Dorfbewohner auf die Flucht. Ihr Weg führt sie ohne bestimmtes Ziel durch das Hinterland der sowjetischen Front. Angst und Panik und man kann es nicht sagen, ich kann es nicht in Worte kleiden. Nur weg und irgendwo eine heile Welt finden, so ungefähr, aber die gab es ja nicht. Die war ja einfach nicht vorhanden. Rache als alleiniges Motiv bietet keine ausreichende Erklärung für das Ausmaß der Gewalt. Sicher ist, dass die Entdeckung deutscher Verbrechen gegen die Menschlichkeit außerhalb der Sowjetunion das Bild von der faschistischen Bestie vertieft hat. Nur wenige Kilometer von dem Ort, an dem Elisabeth Mummert die Erschießung des Kleinkindes erlebt, wird ein KZ entdeckt. Wladimir Schafir, Militärstaatsanwalt der ersten Weißrussischen Front, ist unter denen, die den Anblick der Ermordeten aushalten müssen. Als ich mit einem Armeeexperten dorthin fuhr, fanden wir da Soldaten, die hielten sich die Hände vor die Nase. Wir fragten, was ist hier los? Sie antworteten, wir haben Angst, da reinzugehen. Wir sind dann selbst in das Gebäude gegangen. Dort sahen wir Berge von Leichen. Bei einigen stellten wir fest, dass sie sich noch bewegten. Wir haben sie rausgezogen und so konnten wir einigen Menschen noch das Leben retten. Nach diesen Vorfällen in Sonneburg, was glauben Sie, wie war wohl die Stimmung der Rotarmisten, die diese 800 hingerichteten Menschen in diesem Gefängnis gesehen haben? Bis Mitte Februar 1945 erobert die erste Weißrussische Front auch die letzten Dörfer und Kleinstädte auf der Ostseite der Oder. Immer neue Truppenverbände erreichen das Land des Feindes. Und es ging schlagartig den ganzen Tag. Vergewaltigungen, Plünderungen. Eine Truppe Russen kam rein, die anderen gingen raus. Es sah aus, also meine Mutter hat gesagt, wenn das die Befreiung ist, also ja, dann, das wäre das Schlimmste, was uns hier überhaupt passiert ist, nicht? Jelena Ryszewskaja ist Dolmetscherin in der ersten Weißrussischen Front. Als Mitarbeiterin eines sowjetischen Geheimdienstes hört und sieht sie viel. Но так я понимаю, что могли врываться
Ich weiß, dass unsere Soldaten die Häuser gestürmt haben. Sie haben sich an den Frauen, die dort waren, oft vergangen. Ich finde, die Vergewaltigung ist das schwerste Verbrechen, das diesen Frauen angetan werden konnte. Das war wirklich kein Kavaliersdelikt, wie einige meinen. Und das waren auch keine Einzelfälle. Es waren viele. Gegen Ende des Krieges ist die Mehrheit der Rotarmisten sehr jung und meist ohne sexuelle Erfahrung. Offiziere dürfen sich eine Frontfrau halten, der einfache Soldat nicht. Und die Rote Armee kennt keinen Heimaturlaub. Jahrelang sind die Soldaten von der Familie getrennt. Viele sind durch den Krieg zu anderen Menschen geworden. Die permanente Angst vor Tod und Verwundung verändert die Persönlichkeit. In Deutschland wird zudem viel getrunken. Manchmal stellt sich der konsumierte Beuteschnaps zu spät als giftiger Methylalkohol heraus. Ein Teil der Leute, die so etwas getrunken haben, ist an Ort und Stelle gestorben. Die anderen kamen erblindet in die Hospitäler. Als ich so einen Fall untersuchte, traf ich dort eine Unmenge von Menschen, die erblindet waren und wegen ihrer ungeheuren Schmerzen schrien. Dieser Methylalkohol forderte meiner Meinung nach nicht weniger Opfer als deutsche Heckenschützen. Jedem einfachen Rotarmist ist es genehmigt worden, monatlich ein 5-Kilo-Paket mit Beutegut nach Hause zu schicken. Offizieren ist die doppelte Menge erlaubt. Viele Soldaten mögen das als Freifahrtschein zur Anarchie empfunden haben. Endlich in Deutschland. Siegesrausch, aufgestauter Hass und mehr Alkohol denn je. Auf vielen Gütern Ostbrandenburgs gibt es Schnapsbrennereien, die ihre Bestände nicht rechtzeitig vernichtet haben. Elisabeth Mummert erlebt die Folgen, als sie mit ihrer Freundin in einem Keller nach Essbarem sucht. Als ich denn im Keller war, da geht auf einmal die Tür auf und da steht ein Mongole, auch angeschickert, also alkoholisiert, und grinste uns beide an und als wie, jetzt hab ich euch. Und machte die Tür hinter sich zu, kam so mit so ein bisschen Beleuchtung rein und wir kriegten natürlich wahnsinnige Angst und brüllten Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das hörte Gott sei Dank ein anderer und der kam dann zu und wir standen nur bibbernd da. Also man weiß gar nicht, in welcher Situation man sich da überhaupt befunden hat, wie man da ausgesehen hat. Und er hatte da wahrscheinlich Mitleid, er hielt ihn fest, nahm ihm die Pistole weg und sagte zu uns, da war. Es ist auch ein Propagandakrieg. Seitdem die Rote Armee deutschen Boden betreten hat, setzt die Deutsche Wochenschau die Berichterstattung über Vergewaltigungen gezielt ein. Qualvolles Entsetzen steht noch in den Gesichtern dieser deutschen Frauen. Sie berichten von den Tagen namenlosen Grauens, in denen sie wehrlos den partierten Horden ausgeliefert waren. Interviews mit deutschen Soldaten, bis dahin eher die Ausnahme, sollen die Glaubwürdigkeit der Wochenschau erhöhen. Bilder von der Oderfront, die nicht mehr gezeigt werden, da das Berliner Filmkopierwerk wegen Strommangels nicht mehr arbeitet. Klar, ja, von den Frauen haben wir gehört, dass in einem Dorf, das hier jenseits der Oder liegt, sämtliche Männer erschossen worden sind, dass die Frauen uns weinend das erzählt haben, dass die Frauen auch von den Russen geschändet worden sind. Ferner habe ich noch von anderen Orten gesehen und auch mit den Dorf, mit den Bewohnern persönlich gesprochen, dass sie Richtung Osten evakuiert wurden. Seitdem sowjetische Truppen auf das Reichsgebiet vorgedrungen sind, wird auch Stalins Plan, Deutsche für den Wiederaufbau arbeiten zu lassen, in die Tat umgesetzt. Am 6. Februar 1945 ergeht die Weisung, alle arbeitsfähigen Deutschen im Alter von 17 bis 50 Jahren in Arbeitsbataillonen zusammenzufassen und in die Sowjetunion zu schicken. Brigitta Kastendieck, 18 Jahre alt, wird im Februar 1945 ohne eine Erklärung von der Feldarbeit geholt und in ein Sammellager gebracht. Ich weiß auch bis heute noch nicht, aus welchem Grund wir da versteppt wurden. Wir BDWM-Mädchen waren wir alle gewesen in dem Alter. Wir waren keine Nachrichtenhelferinnen. Wir waren ja normale Bürger. Ich vermute ja, dass uns einer verquatscht hatte für ein Butterbrot vielleicht. Überall in den besetzten Gebieten suchen sowjetische Geheimdienste jetzt nach aktiven Nationalsozialisten. Sie erhalten auch Hinweise aus der Bevölkerung.
Natürlich gab es Deutsche, die für Zigaretten bereit waren, jemanden zu verraten. Oft waren es Verleumdungen, genauso oft stimmte es auch. Es war manchmal der Fall, dass ein Deutscher kam und sagte, er kenne einen ehemaligen Angehörigen der SS, der Leute auf dem Gewissen hat. Doch überwiegend ist die Auswahl der Verschleppten willkürlich. Zu hoch sind die von Moskau geforderten Zahlen. Die Sammellager sind überfüllt. Unterernährung, Krankheiten und Kälte setzen den Internierten zu. Da sind sehr viele gestorben. Wir haben ja gesehen, das war noch größer hier, wie meine beiden Stuben hier sind, ausgegraben, so hatten sie da ein Loch und da wurden dann die Leichen rein und noch Halblebende, die haben noch gezappelt. Da mussten wir vorbei zur Toilette immer. Es war schon ein schrecklicher Anblick. Ne? Ende Februar beginnt Brigitta Kastendiecks zweimonatige Reise in den Ural. In ihrem Waggon sind über 40 Menschen. Und unterwegs im Waggon sind auch welche gestorben. Dann wurde aufgemacht die Tür und dann weg. 8 Jahre bleibt Brigitta Kastendieck in sowjetischen Lagern, bevor sie im Alter von 26 Jahren nach Hause darf. Auch Elisabeth Mummerts Bruder Kurt Friedrich wird im Alter von 16 Jahren auf den Transport geschickt. Er war weder in der HJ noch im Volkssturm gewesen. Jahre später hört seine Schwester von anderen Verschleppten, was ihrem Bruder passiert ist. Er hatte unterwegs schon nur noch Durst und wollte nichts mehr essen und hat alles, wenn sie mal Rationen kriegt, nur Wasser wollte er haben. Und da wollte er auch nicht mehr aussteigen und er sagt, er bleibt drin. Als sie da ihre Kohlsuppe gekriegt hatten und wieder zurückkam, war mein Bruder nicht mehr da. Und seitdem ist er verschwunden. Keiner weiß, wo er geblieben ist. Ich habe Suchdienst alles in Bewegung gesetzt, aber der Name Kurt Friedrich ist nirgendwo erschienen. Der war nicht bei. Im März 1945 werden die Vorbereitungen für die Großoffensive auf Berlin intensiviert. Allein 23 Brücken baut die Rote Armee über den Fluss. Kurz vor dem Angriff, der für Mitte April angesetzt ist, werden diese Übergänge Tausenden von Panzern, Geschützen und Hunderttausenden Soldaten den Vorstoß zur vordersten Frontlinie ermöglichen. Dort kämpfen sich die sowjetischen Truppen im März bis zu 20 Kilometer an die Höhen rund um den westlichen Oderbruch vor. Die erste deutsche Verteidigungslinie besteht aus Stellungen in der Ebene, die zweite verläuft auf dem Hügelkamm und die dritte im Hinterland. Küstrin, direkt an der Oder gelegen und von Hitler wie viele andere Städte zur Festung erklärt, wird am 21. März von den deutschen Truppen abgeschnitten. Damit hat die Rote Armee die verbliebene Lücke zwischen ihren Brückenköpfen bei Radwein und Kienitz geschlossen. In Küstrin liegt auch der inzwischen schwer verwundete Wolfgang Grybkowski in einem Behelfslazarett. Der Kompaniechef sagte, wir haben den Auftrag, Küstrin zu verteidigen bis zum letzten Mann. Ich kann nicht genau sagen, ob es hieß bis zum letzten Mann oder letzten Patrone. Der Fall der Stadt ist nur noch eine Frage von Tagen. Wir wussten ganz genau, das war mir auch klar, hier lebend aus der ganzen Festung rauszukommen, das war eine Hoffnung, aber mehr nicht. Hitler verlässt den Bunker unter der Reichskanzlei nicht mehr. Von hier gibt er immer noch seine Befehle. Der Generalstabschef der Wehrmacht, Heinz Guderian, erhält am 24. März den Auftrag, einen Entlastungsangriff zur Befreiung Küstrins durchzuführen. Guderian gelingt es nicht, Hitler von der Ausweglosigkeit zu überzeugen. Es gibt keine Luftunterstützung mehr. Zu wenig Panzer und zu wenig schwere Waffen. Dennoch greifen die Deutschen gemäß Führerbefehl am 27. März unterhalb der Oderbruchhöhen an. Dort laufen sie direkt ins sowjetische Sperrfeuer. Friedrich Parmann, ein Soldat mit Ostfronterfahrung, gehört zu denen, die auf dieses Himmelfahrtskommando geschickt werden. Da war überhaupt nichts möglich. Das glaube ich, können sich Außenstehende gar nicht vorstellen, was ein Sperrfeuer bedeutet.
Da explodieren rechts und links, vorne und hinten nur Granaten. Aber nicht nur eine und dann ist Schluss. Hunderte, Tausende. Da kann man nur noch Deckung suchen. Und wer Glück hat, überlebt. Wir sind höchstens 300-400 Meter weit gekommen, sind dann im Sperrfeuer der Russen liegen geblieben. Dort wurde ich auch verwundet, hatte einen Kopfschuss und ich muss ohnmächtig geworden sein, das nehme ich an, weil ich nicht mehr mitgekriegt habe, dass alle Kameraden, die nicht verwundet oder tot waren, zurückgewichen sind. Ein Sanitäter muss Parmer noch versorgt und verbunden haben, nimmt ihn aber nicht mit zurück. Nach einer halben Stunde wird der Angriff abgebrochen. Allein von Parmans Einheit ist fast die Hälfte gefallen. Guderian fährt vom Oberkommando des Heeres in Zossen direkt in die Reichskanzlei. Dort berichtet er dem Führer vom militärischen Fiasko. In die Besprechung platzt die Nachricht, dass die Amerikaner Frankfurt am Main erreicht haben. Zwischen Hitler und Guderian kommt es zum offenen und lautstarken Streit. Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht wird entlassen. Friedrich Parmann liegt noch immer bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Am nächsten Morgen bin ich wieder aufgewacht und habe aber sofort erkannt, in welch einer Lage ich war. Ich habe die Russen gesehen und habe gesagt, Friedrich, wenn du hier wieder raus willst, dann musst du ganz tot liegen bleiben, bis zum Abend. Das war ein ganz langer Tag. Als es dann Abend wurde, bin ich zurückgekrochen zu den deutschen Linien, habe noch einem toten Kameraden die Erkennungsmarke abgebrochen. Der war ganz jung verheiratet, kriegte ein Baby, seine Frau. Im völlig zerstörten Küstrin versuchen am 29. März etwa 1000 deutsche Soldaten den Ausbruch. Trotz des Führerbefehls, die Festung bis zum letzten Mann zu halten. Ihre Kameraden auf den Höhen wissen nichts von dieser Verzweiflungstat. Nach 10 Stunden unter permanentem Beschuss und 20 Kilometern Vormarsch durch die Deckung bietende Nacht glauben sie es in den frühen Morgenstunden endlich geschafft zu haben. Und wir kamen so durch einen Sumpf in die Nähe und merkten, dass wir jetzt konzentriert befeuert wurden. Ich habe es noch so im Auge, da waren MG-42 und mehrere, sodass ich nur bei mir dachte, oh ja, das ist die Wirkung unserer Waffe, leider gegen uns. Dann sind es ausgesprochen tapfere Kameraden gewesen, die jetzt einen richtigen Angriff, einen Einbruch in die eigenen deutschen Stellungen gemacht haben, bis sie drin waren und dann nur gebrüllt haben, hört auf zu schießen, wir sind die aus Küstrin. Und dann vergesse ich nie, wie plötzlich ein Trillerpfeifenkonzert die ganze HKL entlang ging und der Ruf, Feuer einstellen, Feuer einstellen. Ja, das war's. Anfang April, der Krieg geht weiter. 4 sowjetische Luftarmeen, 14.600 Geschütze und Granatwerfer, über 6.000 Panzer und 2,5 Millionen Rotarmisten. An Oder und Neiße ballt sich die größte Konzentration von Feuerkraft in der Geschichte der Kriegsführung. Der Angriff, der die Schlacht um Berlin einleiten soll, ist für den 16. April angesetzt. Am Abend vor der Offensive werden wie bei einer Massentaufe über 2000 Rotarmisten der ersten Weißrussischen Front in die Kommunistische Partei aufgenommen. Eines von vielen Ritualen. Michail Tuljakow ist Militärarzt in der ersten Weißrussischen Front. Seit Stalingrad ist er dabei. Die Vorbereitung der Offensive begann bei uns am 15. April. Man ließ alle Einheiten Aufstellung nehmen.
Man brachte die Truppenfahnen und jeder von uns legte den Schwur ab, bis nach Berlin zu kommen und diesen Krieg siegreich zu beenden. Wir küssten auf den Knien die Truppenfahne. Das hat uns verpflichtet, ohne Angst vor dem Tod oder einer Verwundung unsere Aufgabe zu erfüllen. In den letzten Stellungen im Oderbruch und auf den Höhen versuchen die Fanatiker des Dritten Reichs, die verlorene Kampfmoral durch brutalen Druck zu ersetzen. Gerhard Hahn hat den Krieg vom ersten Tag an mitgemacht. Als Hauptfeldwebel lässt er im Oderbruch zwei Soldaten ziehen, die nicht mehr wollen. Er glaubt nicht, dass sie durchgekommen sind. Einmal waren hier im Oderbruch gerade dadurch durch die viele Fahnenflüchtige gewesen. Und da war die Militärpolizei sehr im Einsatz. Und die hatten ja auch den Befehl, jeder, der hinter der Front umläuft, den aufzugreifen und kurzerhand eben entweder am nächsten Baum aufzuknüpfen oder zu erschießen. Diese Straße, die nach Köstrin runtergeht und die weitergeht nach Münchenberg, das ist ja mit diesen ganzen Bäumen eine ganz tolle Allee. Da hing fast an jedem Baum irgendeiner, den sie aufgehängt hatten, zur Abschreckung. Sie sind übergelaufen, ja? Fahren Sie mal. Der Pan Peter Zicht ist von du Pschelecau Samt. Samt Pschelecau, er ist selbst übergelaufen, Hauptmann. Dieser unbekannte Pole in deutscher Uniform wird von dem letzten Kamerateam, das noch an der Front unterwegs ist, gefilmt. Im nördlichen Oderbruch kämpfen auch polnische Einheiten in den Reihen der Roten Armee. Was wird denn jetzt mit Ihren Kameraden gemacht von der Gruppe? Ob das Interview gestellt oder echt ist, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Die Unmenschlichkeit der Roten Armee ist das bevorzugte Propagandathema der Wochenschau-Reporter. Die Antwort des Polen passt ins Bild. Von der Gruppe, von seiner Gruppe, wenn drei oder vier Mann erschossen, weil er übergelaufen ist. Tatsächlich steigt die Zahl sowjetischer Deserteure kurz vor dem Großangriff sprunghaft an. Der Militärarzt Michail Tuljakow erinnert sich an die Hinrichtung dreier Fahnenflüchtiger. Die Deserteure wurden vor das Gericht gestellt. Wir nahmen alle Aufstellung. Sofort nach dem Urteil des Gerichtes wurden sie vor unseren Augen erschossen. Das Schlimmste war, wir mussten über die Leichen gehen, über die Toten. Wir haben uns schon gedacht, dass uns das nicht passieren darf. Wir waren gewarnt, was einem passieren kann. Die Nacht zum 16. April. Die erste weißrussische Front hat einen Vorrat von über 7 Millionen Granaten angelegt. Diese Feuerkraft soll innerhalb eines Tages den Durchbruch nach Berlin ermöglichen. 6 Uhr morgens hat dieser Artilleriefeuerschlag begonnen, so wie es nie bisher gewesen ist, in keiner Phase des Krieges überhaupt. Nach 30 Minuten Dauerbeschuss glaubt der Oberbefehlshaber Zhukov, die Deutschen sturmreif geschossen zu haben. Er gibt den Befehl zum Angriff. 143 Scheinwerfer flammen auf. Sie sollen die Deutschen blenden und als beleuchtete Zielscheiben verwundbarer machen. Aber das ging ins Gegenteil, denn der Rauchvorhang durch diese Artilleriefeuer war so stark, dass dieses Scheinwerferlicht zurückfiel, also zurückreflektiert wurde und die eigenen Truppen geblendet hat. Also es lief nicht so, wie der Russe sich das vorgestellt hatte. Zhukovs zweiter schwerer Fehler. Er hat Berichte seiner Aufklärungseinheiten ignoriert, nachdem die Deutschen sich fast vollständig aus der Ebene zurückgezogen haben. Hahn gehört mit seiner Kompanie zu den wenigen, die noch vor den Höhen liegen. Dort hat uns das Artilleriefeuer voll erfasst und das Sperrfeuer. Und dann kamen noch die Russen, natürlich mit Maschinengewehren. Es war ein, ich möchte es vergleichen mit einem, schlechter Vergleich, aber
mit einem Hasenschießen. Neben Gerhard Hahn liegt ein langjähriger Kamerad und Freund in Stellung. Plötzlich höre ich einen Klick, hat's gemacht. Und er hatte einen Schuss durch den Stahlhelm direkt über der Nasenwurzel und tot. Kein Schrei, gar nichts. Und rutschte da langsam runter. Und das hat mich fertig gemacht. Hahn hat nur zwei seiner 150 Kameraden nach dem Krieg wiedergefunden. 25 sollen in Gefangenschaft gegangen sein. Hahn selbst gelingt es, sich nach Westen abzusetzen. Im Oderbruch ist auch der Militärarzt Michail Tuljakow im Einsatz. Im Chaos des Kampfes wird er von seinen Truppen abgeschnitten. Was gab es da für einen Ausweg? Das Regiment war abgezogen worden, man hatte mich nicht gewarnt. Die Verwundeten waren mit mir zurückgeblieben. Dann kamen Soldaten auf mich zu. Ich bereitete das MG vor. Sie kamen näher und näher. Und als sie noch 200, 300 Meter weg waren, begriff ich endlich, dass es unsere Leute waren. Ich war erleichtert und fing an zu heulen vor Freude. Wir haben die ganze Nacht Verwundete abtransportiert. Nachdem wir sie alle weggeschafft hatten, konnte ich mich an nichts mehr erinnern, wie alles weiterging. Offensichtlich bin ich vor Erschöpfung eingeschlafen. Drei lange Tage dauert die Schlacht rund um die Seeloer Höhen. An die 33.000 Rotarmisten fallen und über 12.000 Deutsche in einem längst entschiedenen Krieg. In Seelow war ja für uns, wer durchkam, hatte ein neues Leben gewonnen. Das war ja nicht, waren ja nicht so sehr viele, die durchkamen. Vor allen Dingen nicht aus dem vorderen Graben. 18. April. Nördlich und südlich der ersten weißrussischen Front sind die anderen sowjetischen Armeen bereits Richtung Berlin durchgebrochen. Schukow treibt seine völlig erschöpften Truppen gnadenlos voran, um die anderen einzuholen. Am 21. April erreicht die erste weißrussische Front den Stadtrand von Berlin. Eine Evakuierung der 3,5 Millionen Einwohner war von der Nazi-Führung verboten worden. Und noch immer hat das Regime Tausende in seinen Kerkern interniert. Baron Löwenstein de Witt gehört dazu. Er sitzt in der letzten Sammelstelle für Juden in der Berliner Schulstraße. Er weiß nur, dass Auschwitz bereits befreit ist. Da drin im Lager selbst hat man ja nichts erfahren, es gingen nur die wildesten Gerüchte. Aber man hat natürlich den Artilleriebeschuss auf Berlin gemerkt. Und das waren ja auch in allernächster Nähe Einschläge und man wusste, das sind keine Bomben. Denn es gab ja auch keinen Fliegeralarm, weil es eben schon Artillerie war. Man hörte von manchen Ordnern, die rausgehen konnten, dass eben die Russen schon in allernächster Nähe wären und dass wir Hoffnung haben. Aber da war eben der Befehl, die Insassen zu erschießen, damit sie nicht den Russen in die Hände fallen. Man wusste ja nicht, wie die Lagerleitung reagiert hätte, ob sie uns nicht alle erschossen hätte. Auch andere warten seit Jahren sehnsüchtig auf die Rote Armee, die von den Deutschen aus ihrer Heimat verschleppten Zwangsarbeiter. Zu ihnen gehört Inessa Alexejewna, 1942 von den Deutschen verschleppt. Ihre Befreiung beginnt mit einer Überraschung.
Ein älterer Rotarmist schickte uns in den Keller und sagte, dass wir keinen Ton von uns geben dürften. Dann schloss er hinter uns die Tür und sperrte ab. Под руку попавшие даже наши девчонки. Auch unsere russischen Frauen konnten damit reingezogen werden. Es gab Schnaps. Die Soldaten haben viel getrunken. Und wenn sie betrunken waren, haben sie nicht mehr unterschieden. Auch am nächsten Morgen, als die meisten Rotarmisten wieder nüchtern sind, bleibt Inessa vorsichtig. Wir hatten Angst, dass sie sich an uns vergehen würden, weil sie wussten, dass wir bereits über 2 Jahre hier waren. Sie glaubten, wir seien vergewaltigt worden und würden uns auch ihnen nicht verweigern. An den von den Deutschen gegen ihren Willen Verschleppten haftet in der Sowjetunion ein Makel, den sie über Jahrzehnte nicht wieder loswerden. Auf oft monatelange Haft in sowjetischen Sammellagern folgen Benachteiligungen in der Ausbildung, im Berufsalltag und bei der Wahl des Wohnortes. Im Sammellager Schulstraße in Berliner Wedding ziehen die SS-Bewacher ab, bevor die Russen kommen. Natürlich, der erste Moment war, Gott sei Dank, wir haben dieses Regime überlebt. Aber man hatte natürlich die Angst, was kommt denn jetzt? Man hatte ja auch nur mehr oder weniger die Nazi-Propaganda vor Ohren und vor Augen. Was werden die Russen uns vielleicht, der erste Russe, der uns auf der Straße sieht, wird uns gleich erschießen oder umbringen? Das wusste man ja nicht. Für die deutsche Zivilbevölkerung hat Moskau Mitte April neue Richtlinien herausgegeben. In der Pravda, in der Frontzeitung Roter Stern und in Radio Moskau wird Stalins Losung, die Hitlers kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt, zitiert. Schon 2 Tage vor der Offensive an der Oder wird Ilja Ehrenburg in einem Pravda-Artikel kritisiert. Er, verantwortlich für den bekanntesten Slogan der antideutschen Propaganda, töte den Deutschen, wo du ihn triffst, fällt jetzt bei Stalin in Ungnade. Für die kommende Besatzungszeit taugen seine Hasstiraden nicht. Meiner Meinung nach haben die sich gedacht, dass man jetzt einen Schlussstrich ziehen muss, damit diese Rachekampagne nicht immer so weitergeht. Man konnte es aber nicht so einfach stoppen. Das Alte, was man jahrelang gepredigt hatte, wirkte noch nach. Noch ist Krieg in und um Berlin. Und die Zivilisten sind mittendrin. Am 30. April kommen die Truppen in Anneliese Müllers Wohnort nördlich von Berlin. Ihre Mutter wollte fliehen. Ihr Vater, frei von Russenangst, entschied sich dagegen. Der eine stellte sich in die Tür und der andere zerrte meine Mutter mit sich. Und sie wurde ja auch mit einer Pistole bedroht. Und sie rief nach ihrem Mann. Und naja, er kam dann aus dem Hinterhaus, haben sie erstmal beide auf ihn geschossen. Und der Russe, der an der Tür stand, der gab die Tür frei und ich bin dann zu meiner Mutti und die hat dann meine Schwester auf den Arm genommen. Und da hat sie gesagt, da schießt uns doch alle tot. Und dann müssen sie wohl die Nerven verloren haben, da haben sie meine Mutter erschossen und die fiel mit dem Kind auf dem Arm ganz langsam um. Ich habe später dann erzählt, als würde Engel, als wären Engel da gewesen, die sie vorsichtig hingelegt hätten. Als wir nach Berlin kamen, entstiegen den Kellern gequälte, völlig erschöpfte Menschen. Sie hatten Hunger.
Es war furchtbar, sie anzuschauen. Deshalb änderte sich auch die Haltung der Rotarmisten gegenüber der Bevölkerung. Sie hatten es mit hilflosen Menschen zu tun, die für ein Stück Brot alles tun würden. Die Feldküchen wurden rausgefahren, um die Deutschen zu versorgen, noch bevor es von den Kommandeuren befohlen wurde. Während in Teilen der Sowjetunion schwere Hungersnöte unzähligen Menschen das Leben kosten, beginnt die Besatzungsarmee mit der Versorgung der Deutschen. Doch viele, die das Ende herbeisehnten, sehen sich jetzt vor neuen Problemen. Auch die sowjetischen Kriegsgefangenen, die wie Nikolai Alexandrowitsch Anfang Mai befreit werden. Er wird westlich Berlins von Soldaten der 1. Weißrussischen Front aufgegriffen. Als wir auf unsere Panzereinheit trafen, waren wir so ergriffen vor Freude. Wir hatten das Gefühl, wir hatten Flügel. Doch umgehend müssen die von der Lagerhaft und der Zwangsarbeit entkräfteten Männer antreten. Sie werden von Angehörigen des Geheimdienstes SMERSH, zu Deutsch Tod den Spionen, verhört. Das Misstrauen des Vaterlandes ist groß. Jeder Kriegsgefangene gilt als Verräter, als einer, der nicht bis in den Tod gekämpft hat. Zum Beispiel war bei uns ein Dolmetscher. Der ist sofort verschwunden. Böse Zungen sagen, er sei in die Klauen von SMERSH geraten. Wer bei diesen Verhören verdächtig erschien, wurde sofort ausgesondert. Diese wurden entweder nochmals überprüft oder verbannt. Es war eine Schande, dass man diese Gefangenen, die verletzt und verwundet in die Gefangenschaft gerieten, die dann ausgehungert und abgemagert befreit worden sind und mit großer Freude heimkehrten, gleich festnahm. Man hat sie dann in ein Sammellager gesteckt, wo sie dann meistens zu 10 Jahren Verbannung in Sibirien verurteilt wurden. Es war eine Schande. Das waren keine Einzelfälle. Es waren Zehntausende Menschen. Die Kämpfe in Berlin werden am 8. Mai 1945 eingestellt. Die Besatzer richten überall Kommandanturen für die lokale Militärverwaltung ein. Die ersten Zeitungen erscheinen wieder. Die Rote Armee feiert. Aber unbeschwert ist die Siegesfreude nicht. In meinem Inneren habe ich Tränen geweint. Alles zog an mir vorüber in diesem Moment. Die Toten, alles, was ich erlebt habe. Und das vermischte sich zu einer besonderen Bitterkeit. Man kann es nicht mit Worten fassen. Als der Krieg dann zu Ende war und ich wieder in der Heimat war, bevor ich darüber sprechen konnte, das hat gedauert, na, ich glaube schon 130 Jahre sind vergangen, ehe man da wieder drüber geredet hat. Auf der Spree schwammen die Leichen. Das war ein ruhiger Fluss, kein schneller. Und da trieben die Deutschen und unsere Arm in Arm dahin. Sie hatten es mit hilflosen Menschen zu tun, die für ein Stück Brot alles tun würden. Und
Die Feldküchen wurden rausgefahren, um die Deutschen zu versorgen, noch bevor es von den Kommandeuren befohlen wurde. Während in Teilen der Sowjetunion schwere Hungersnöte unzähligen Menschen das Leben kosten, beginnt die Besatzungsarmee mit der Versorgung der Deutschen. Doch viele, die das Ende herbeisehnten, sehen sich jetzt vor neuen Problemen. Auch die sowjetischen Kriegsgefangenen, die wie Nikolai Alexandrowitsch Anfang Mai befreit werden. Er wird westlich Berlins von Soldaten der ersten Weißrussischen Front aufgegriffen. Als wir auf unsere Panzereinheit trafen, waren wir so ergriffen vor Freude. Wir hatten das Gefühl, wir hatten Flügel. Doch umgehend müssen die von der Lagerhaft und der Zwangsarbeit entkräfteten Männer antreten. Sie werden von Angehörigen des Geheimdienstes SMERSH, zu Deutsch Tod den Spionen, verhört. Das Misstrauen des Vaterlandes ist groß. Jeder Kriegsgefangene gilt als Verräter, als einer, der nicht bis in den Tod gekämpft hat. Zum Beispiel war bei uns ein Dolmetscher. Der ist sofort verschwunden. Böse Zungen sagen, er sei in die Klauen von SMERSH geraten. Wer bei diesen Verhören verdächtig erschien, wurde sofort ausgesondert. Diese wurden entweder nochmals überprüft oder verbannt. Es war eine Schande, dass man diese Gefangenen, die verletzt und verwundet in die Gefangenschaft gerieten, die dann ausgehungert und abgemagert befreit worden sind und mit großer Freude heimkehrten, gleich festnahm. Man hat sie dann in ein Sammellager gesteckt, wo sie dann meistens zu 10 Jahren Verbannung in Sibirien verurteilt wurden. Es war eine Schande. Das waren keine Einzelfälle. Es waren Zehntausende Menschen. Die Kämpfe in Berlin werden am 8. Mai 1945 eingestellt. Die Besatzer richten überall Kommandanturen für die lokale Militärverwaltung ein. Die ersten Zeitungen erscheinen wieder. Die Rote Armee feiert. Aber unbeschwert ist die Sieg. Natürlich gab es Deutsche, die für Zigaretten bereit waren, jemanden zu verraten. Oft waren es Verleumdungen, genauso oft stimmte es auch. Es war manchmal der Fall, dass ein Deutscher kam und sagte, er kenne einen ehemaligen Angehörigen der SS, der Leute auf dem Gewissen hat. Doch überwiegend ist die Auswahl der Verschleppten willkürlich. Zu hoch sind die von Moskau geforderten Zahlen. Die Sammellager sind überfüllt. Unterernährung, Krankheiten und Kälte setzen den Internierten zu. Da sind sehr viele gestorben. Wir haben ja gesehen, das war noch größer hier, wie meine beiden Stuben hier sind, ausgegraben. So hatten da ein Loch und da wurden dann die Leichen rein und noch Halblebende, die haben noch gezappelt. Da mussten wir vorbei zur Toilette immer. Es war schon ein schrecklicher Anblick. Ende Februar beginnt Brigitta Kastendiecks 2-monatige Reise in den Ural. In ihrem Waggon sind über 40 Menschen. Und unterwegs im Waggon sind auch welche gestorben. Dann wurde aufgemacht die Tür und dann weg. 8 Jahre bleibt Brigitta Kastendieck in sowjetischen Lagern, bevor sie im Alter von 26 Jahren nach Hause darf. Auch Elisabeth Mummerts Bruder Kurt Friedrich wird im Alter von 16 Jahren auf den Transport geschickt. Er war weder in der HJ noch im Volkssturm gewesen. Jahre später hört seine Schwester von anderen Verschleppten, was ihrem Bruder passiert ist. Er hatte unterwegs schon nur noch Durst und wollte nichts mehr essen und hat alles, was er, wenn sie mal Rationen kriegt, nur Wasser wollte er haben. Und da wollte er auch nicht mehr aussteigen und er sagt, er bleibt drin. Als sie da ihre Kohlsuppe gekriegt hatten und wieder zurückkam, war mein Bruder nicht mehr da. Und seitdem ist er verschwunden. Keiner weiß, wo er geblieben ist. Ich habe Suchdienst alles in Bewegung gesetzt, aber der Name Kurt Friedrich ist nirgendwo erschienen.
Der war nicht bei. Im März 1945 werden die Vorbereitungen für die Großoffensive auf Berlin intensiviert. Allein 23 Brücken baut die Rote Armee über den Fluss. Kurz vor dem Angriff, der für Mitte April angesetzt ist, werden diese Übergänge Tausenden von Panzern, Geschützen und Hunderttausenden Soldaten den Vorstoß zur vordersten Frontlinie ermöglichen. Dort kämpfen sich die sowjetischen Truppen im März bis zu 20 Kilometer an die Höhen rund um den westlichen Oderbruch vor. Die erste deutsche Verteidigungslinie besteht aus Stellungen in der Ebene, die zweite verläuft auf dem Hügelkamm und die dritte im Hinterland. Als ich mit einem Armeeexperten dorthin fuhr, fanden wir da Soldaten, die hielten sich die Hände vor die Nase. Wir fragten, was ist hier los? Sie antworteten, wir haben Angst, da reinzugehen. Wir sind dann selbst in das Gebäude gegangen. Dort sahen wir Berge von Leichen. Bei einigen stellten wir fest, dass sie sich noch bewegten. Wir haben sie rausgezogen und so konnten wir einigen Menschen noch das Leben retten. Nach diesen Vorfällen in Sonneburg, was glauben Sie, wie war wohl die Stimmung der Rotarmisten, die diese 800 hingerichteten Menschen in diesem Gefängnis gesehen haben? Bis Mitte Februar 1945 erobert die erste weißrussische Front auch die letzten Dörfer und Kleinstädte auf der Ostseite der Oder. Immer neue Truppenverbände erreichen das Land des Feindes. Und es ging schlagartig den ganzen Tag. Vergewaltigungen, Plünderungen. Eine Truppe Russen kam rein, die anderen gingen raus. Es sah aus, also meine Mutter hat gesagt, wenn das die Befreiung ist, also die, dann, das wäre das Schlimmste, was uns hier überhaupt passiert ist, nicht? Jelena Ryszewskaja ist Dolmetscherin in der ersten weißrussischen Front. Als Mitarbeiterin eines sowjetischen Geheimdienstes hört und sieht sie viel. Ich weiß, dass unsere Soldaten die Häuser gestürmt haben. Sie haben sich an den Frauen, die dort waren, oft vergangen. Ich finde, die Vergewaltigung ist das schwerste Verbrechen, das diesen Frauen angetan werden konnte. Das war wirklich kein Kavaliersdelikt, wie einige meinen. Und das waren auch keine Einzelfälle. Es waren viele. Gegen Ende des Krieges ist die Mehrheit der Rotarmisten sehr jung und meist ohne sexuelle Erfahrung. Offiziere dürfen sich eine Frontfrau halten, der einfache Soldat nicht. Und die Rote Armee kennt keinen Heimaturlaub. Jahrelang sind die Soldaten von der Familie getrennt. Viele sind durch den Krieg zu anderen Menschen geworden. Die permanente Angst vor Tod und Verwundung verändert die Persönlichkeit. In Deutschland wird zudem viel getrunken. Manchmal stellt sich der konsumierte Beuteschnaps zu spät als giftiger Methylalkohol heraus. Ein Teil der Leute, die so etwas getrunken haben, ist an Ort und Stelle gestorben. An den Westgrenzen des Deutschen Reiches wird gekämpft, um die Invasion der Amerikaner, Franzosen und Engländer aufzuhalten. Die Führung in Berlin steht mit dem Rücken an der Wand. Sie schickt Jugendliche an die Ostfront, die kaum den Kinderschuhen entwachsen sind. An der Seite der durch den Rückzug erschöpften Soldaten erhalten sie auf den Höhen rund um den Oderbruch eine Schnellausbildung. Wochenschau-Reporter drehen einen Stellungsausbau im Oderbruch. Sie wollen Durchhaltewillen demonstrieren. Hier führen sie auch ein Interview, das nicht mehr gezeigt werden kann, da die Wochenschauproduktion ab März 1945 eingestellt wird. Und wir haben noch seither keinen Meter Boden aufgegeben. Mit was für Männern verteidigen wir, Hauptmann, den Abschnitt hier? Ich habe hier alles. Grenadiere, Panzergrenadiere, Luftwaffensoldaten, SS-Männer. Auch Volkssturm dabei? Volkssturmmänner, alle eingereiht. Und das Ganze ergibt ein Gefüge, auf das ich mich unbedingt hier verlassen kann.
Darf man glauben, also hier an dieser Stelle dürfte sich der Russe die Zähne ausbeißen. Das bestimmt. Brandenburger, die sich im Februar 1945 noch auf der Ostseite der Oder befinden, sitzen in der Falle. Die Brücken sind zerstört oder bereits in sowjetischer Hand. Die rechtzeitige Flucht ist von höchster Stelle verboten worden. Jetzt ist es zu spät. Dorf für Dorf kämpft sich die Rote Armee vor. Edeltraud Neitzels Familie wird von Wehrmachtssoldaten in letzter Minute zum nächsten Bahnhof gebracht. Der ist so mit Menschen überfüllt, dass sie nicht einmal auf den Bahnsteig gelangen. Und ich habe da mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, seit gestern hat hier überhaupt kein Zug mehr gehalten. Wenn hier einer durchkam, ist er durchgefahren, weil er mit Flüchtlingen überfüllt war. Und es ist auch aussichtslos, dass hier nochmal ein Zug kommt. Edeltraud Neitzel bleibt wie allen Flüchtlingen nichts weiter übrig, als auf das Eintreffen der Roten Armee zu warten. Wassili Jaramenko erreicht mit den ersten Stoßtruppen die Oder-Region. Er gehört als politischer Kommissar einer schnellen Panzereinheit an. Wir haben ihre Städte und Dörfer eingenommen. Die Deutschen wurden vertrieben aus ihren Häusern, sodass wir dort einziehen konnten. Da gab es dann keine Deutschen mehr, solange wir da waren. Diese Orte wurden leergefegt. Viele wissen nicht, wohin. Es ist Winter. Einige schlagen ihr Lager in nahen Wäldern auf, in der Hoffnung, bald zurückkehren zu können. Auch die Familie der damals 13-jährigen Elisabeth Mummert flüchtet in den Wald, nachdem sowjetische Truppen in die Häuser ihres Dorfes eingezogen sind. Engel, als wären Engel da gewesen, die sie vorsichtig hingelegt hätten. Als wir nach Berlin kamen, entstiegen den Kellern gequälte, völlig erschöpfte Menschen. Sie hatten Hunger. Es war furchtbar, sie anzuschauen. Deshalb änderte sich auch die Haltung der Rotarmisten gegenüber der Bevölkerung. Sie hatten es mit hilflosen Menschen zu tun, die für ein Stück Brot alles tun würden. Die Feldküchen wurden rausgefahren, um die Deutschen zu versorgen, noch bevor es von den Kommandeuren befohlen wurde. Während in Teilen der Sowjetunion schwere Hungersnöte unzähligen Menschen das Leben kosten, beginnt die Besatzungsarmee mit der Versorgung der Deutschen. Doch viele, die das Ende herbeisehnten, sehen sich jetzt vor neuen Problemen. Auch die sowjetischen Kriegsgefangenen, die wie Nikolai Alexandrowitsch Anfang Mai befreit werden. Er wird westlich Berlins von Soldaten der ersten Weißrussischen Front aufgegriffen. Als wir auf unsere Panzereinheit trafen, waren wir so ergriffen vor Freude. Wir hatten das Gefühl, wir hatten Flügel. Doch umgehend müssen die von der Lagerhaft und der Zwangsarbeit entkräfteten Männer antreten. Sie werden von Angehörigen des Geheimdienstes SMERSH, zu Deutsch Tod den Spionen, verhört. Das Misstrauen des Vaterlandes ist groß. Jeder Kriegsgefangene gilt als Verräter, als einer, der nicht bis in den Tod gekämpft hat. Zum Beispiel war bei uns ein Dolmetscher. Der ist sofort verschwunden. Böse Zungen sagen, er sei in die Klauen von SMERSH geraten. Wer bei diesen Verhören verdächtig erschien, wurde sofort ausgesondert. Diese wurden entweder nochmals überprüft oder verbannt. Es war eine Schande, dass man diese Gefangenen, die verletzt und verwundet in die Gefangenschaft gerieten, die dann ausgehungert und abgemagert befreit worden sind und mit großer Freude heimkehrten, gleich festnahm. Man hat sie dann 1945 erobert, die erste weißrussische Front, auch die letzten Dörfer und Kleinstädte auf der Ostseite der Oder. Immer neue Truppenverbände erreichen das Land des Feindes.
Und es ging schlagartig den ganzen Tag. Vergewaltigungen, Plünderungen. Eine Truppe Russen kam rein, die anderen gingen raus. Es sah aus, also meine Mutter hat gesagt, wenn das die Befreiung ist, also die, dann, das wäre das Schlimmste, was uns hier überhaupt passiert ist, nicht? Jelena Ryszewskaja ist Dolmetscherin in der ersten weißrussischen Front. Als Mitarbeiterin eines sowjetischen Geheimdienstes hört und sieht sie viel. Ich weiß, dass unsere Soldaten die Häuser gestürmt haben. Sie haben sich an den Frauen, die dort waren, oft vergangen. Ich finde, die Vergewaltigung ist das schwerste Verbrechen, das diesen Frauen angetan werden konnte. Das war wirklich kein Kavaliersdelikt, wie einige meinen. Und das waren auch keine Einzelfälle. Es waren viele. Gegen Ende des Krieges ist die Mehrheit der Rotarmisten sehr jung und meist ohne sexuelle Erfahrung. Offiziere dürfen sich eine Frontfrau halten, der einfache Soldat nicht. Und die Rote Armee kennt keinen Heimaturlaub. Jahrelang sind die Soldaten von der Familie getrennt. Viele sind durch den Krieg zu anderen Menschen geworden. Die permanente Angst vor Tod und Verwundung verändert die Persönlichkeit. In Deutschland wird zudem viel getrunken. Manchmal stellt sich der konsumierte Beuteschnaps zu spät als giftiger Methylalkohol heraus. Ein Teil der Leute, die so etwas getrunken haben, ist an Ort und Stelle gestorben. Die anderen kamen erblindet in die Hospitäler. Als ich so einen Fall untersuchte, traf ich dort eine Unmenge von Menschen, die erblindet waren und wegen ihrer ungeheuren Schmerzen schrien. Dieser Methylalkohol forderte meiner Meinung nach nicht weniger Opfer als deutsche Heckenschützen. Jedem einfachen Rotarmist ist es genehmigt worden, monatlich ein 5-Kilo-Paket mit Beutegut nach Hause zu schicken. Offizieren ist die doppelte Menge erlaubt. Viele Soldaten mögen das als Freifahrtschein zur Anarchie empfunden haben. Endlich in Deutschland. Siegesrausch, aufgestauter Hass und mehr Alkohol denn je. Auf vielen Gütern Ostbrandenburgs gibt es Schnapsbrennereien, die ihre Bestände nicht rechtzeitig vernichtet haben. Elisabeth Mummert erlebt die Folgen, als sie mit ihrer Freundin in einem Keller nach Essbarem sucht. Als ich denn im Keller war, da geht auf einmal die Tür auf und da steht ein Mongole, auch Anje. Wir hatten das Gefühl, wir hatten Flügel. Doch umgehend müssen die von der Lagerhaft und der Zwangsarbeit entkräfteten Männer antreten. Sie werden von Angehörigen des Geheimdienstes SMERSCH, zu Deutsch Tod den Spionen, verhört. Das Misstrauen des Vaterlandes ist groß. Jeder Kriegsgefangene gilt als Verräter, als einer, der nicht bis in den Tod gekämpft hat. Zum Beispiel war bei uns ein Dolmetscher. Der ist sofort verschwunden. Böse Zungen sagen, er sei in die Klauen von SMERSCH geraten. Wer bei diesen Verhören verdächtig erschien, wurde sofort ausgesondert. Diese wurden entweder nochmals überprüft oder verbannt. Es war eine Schande, dass man diese Gefangenen, die verletzt und verwundet in die Gefangenschaft gerieten, die dann ausgehungert und abgemagert befreit worden sind und mit großer Freude heimkehrten, gleich festnahm. Man hat sie dann in ein Sammellager gesteckt, wo sie dann meistens zu 10 Jahren Verbannung in Sibirien verurteilt wurden. Es war eine Schande. Das waren keine Einzelfälle. Es waren Zehntausende Menschen. Die Kämpfe in Berlin werden am 8. Mai 1945 eingestellt. Die Besatzer richten überall Kommandanturen für die lokale Militärverwaltung ein. Die ersten Zeitungen erscheinen wieder. Die Rote Armee feiert. Aber unbeschwert ist die Siegesfreude nicht.
In meinem Inneren habe ich Tränen geweint. Alles zog an mir vorüber in diesem Moment, die Toten, alles, was ich erlebt habe. Und das vermischte sich zu einer besonderen Bitterkeit. Man kann es nicht mit Worten fassen. Als der Krieg dann zu Ende war und ich wieder in der Heimat war, bevor ich darüber sprechen konnte, das hat gedauert, na, ich glaube schon 130 Jahre sind vergangen, ehe man da wieder drüber geredet hat. Auf der Spree schwammen die Leichen. Das war ein ruhiger Fluss. Ural. In ihrem Waggon sind über 40 Menschen. Und unterwegs im Waggon sind auch welche gestorben. Dann wurde aufgemacht die Tür und dann weg. 8 Jahre bleibt Brigitta Kastendieck in sowjetischen Lagern, bevor sie im Alter von 26 Jahren nach Hause darf. Auch Elisabeth Mummerts Bruder Kurt Friedrich wird im Alter von 16 Jahren auf den Transport geschickt. Er war weder in der HJ noch im Volkssturm gewesen. Jahre später hört seine Schwester von anderen Verschleppten, was ihrem Bruder passiert ist. Er hatte unterwegs schon nur noch Durst und wollte nichts mehr essen und hat alles, was er, wenn sie mal Rationen kriegt, nur Wasser wollte er haben. Und da wollte er auch nicht mehr aussteigen und er sagt, er bleibt drin. Als sie da ihre Kohlsuppe gekriegt hatten und wieder zurückkam, war mein Bruder nicht mehr da und seitdem ist er verschollen. Keiner weiß, wo er geblieben ist. Ich habe Suchdienst alles in Bewegung gesetzt, aber der Name Kurt Friedrich ist nirgendwo erschienen. Der war nicht bei. Im März 1945 werden die Vorbereitungen für die Großoffensive auf Berlin intensiviert. Allein 23 Brücken baut die Rote Armee über den Fluss. Kurz vor dem Angriff, der für Mitte April angesetzt ist, werden diese Übergänge Tausenden von Panzern, Geschützen und Hunderttausenden Soldaten den Vorstoß zur vordersten Frontlinie ermöglichen. Dort kämpfen sich die sowjetischen Truppen im März bis zu 20 Kilometer an die Höhen rund um den westlichen Oderbruch vor. Die erste deutsche Verteidigungslinie besteht aus Stellungen in der Ebene, die zweite verläuft auf dem Hügelkamm und die dritte im Hinterland. Küstrin, direkt an der Oder gelegen und von Hitler wie viele andere Städte zur Festung erklärt, wird am 21. März von den deutschen Truppen abgeschnitten. Damit hat die Rote Armee die verbliebene Lücke zwischen ihren Brückenköpfen bei Radwein und Kienitz geschlossen. In Küstrin liegt auch der inzwischen schwer verwundete Wolfgang Grybkowski in einem Behelfslazarett. Der Kompaniechef sagte, wir haben den Auftrag, Küstrin zu verteidigen bis zum letzten Mann. Ich kann nicht genau sagen, ob es hieß bis zum letzten Mann oder letzten Patrone. Der Fall der Stadt ist nur noch eine Frage von Tagen. Wir wussten ganz genau, das war mir auch klar, hier lebend aus der ganzen Festung rauszukommen, das war eine Hoffnung, aber mehr nicht. Hitler verlässt Kind auf den Arm und dieses Kind bekam die Kugel ab und sackte zusammen. Und die Frau hatte schon ihren Mann verloren, ihren einen Sohn verloren an Lungenentzündung, so nur war das Letzte, was er hatte. Das war nur auch weg. Und sie schrie nur, Karlchen, was ist los mit dir? Komm, mach kleiner. Na, und das kriegte er nur mit und dann nahm er dieses Kind und schmiss es hinten in den Graben rein. Die wollten in See gehen, die hat man festgehalten. Die Frau war so fertig, die schrie, ja, mein Leben ist zu Ende, ich brauch kein Leben mehr, nicht so in dem Sinne. Nach diesem Vorfall begeben sich die Dorfbewohner auf die Flucht. Ihr Weg führt sie ohne bestimmtes Ziel durch das Hinterland der sowjetischen Front. Angst und Panik und man kann es nicht sagen, ich kann es nicht in Worte kleiden. Nur weg und irgendwo eine heile Welt finden, so ungefähr. Aber die gab es ja nicht.
Die war ja einfach nicht vorhanden. Rache als alleiniges Motiv bietet keine ausreichende Erklärung für das Ausmaß der Gewalt. Sicher ist, dass die Entdeckung deutscher Verbrechen gegen die Menschlichkeit außerhalb der Sowjetunion das Bild von der faschistischen Bestie vertieft hat. Nur wenige Kilometer von dem Ort, an dem Elisabeth Mummert die Erschießung des Kleinkindes erlebt, wird ein KZ entdeckt. Wladimir Schafir, Militärstaatsanwalt der ersten Weißrussischen Front, ist unter denen, die den Anblick der Ermordeten aushalten müssen. Als ich mit einem Armeeexperten dorthin fuhr, fanden wir da Soldaten, die hielten sich die Hände vor die Nase. Wir fragten, was ist hier los? Sie antworteten, wir haben Angst, da reinzugehen. Wir sind dann selbst in das Gebäude gegangen. Dort sahen wir Berge von Leichen. Bei einigen stellten wir fest, dass sie sich noch bewegten. Wir haben sie rausgezogen und so konnten wir einigen Menschen noch das Leben retten. Nach diesen Vorfällen in Sonneburg, was glauben Sie, wie war wohl die Stimmung der Rotarmisten, die diese 800 hingerichteten Menschen in diesem Gefängnis gesehen haben? Bis Mitte Februar 1945 erobert die erste Weißrussische Front auch die letzten Dörfer und Kleinstädte auf der Ostseite der Oder. Immer neue Truppenverbände erreichen das Land des Feindes. Und es ging schlagartig den ganzen Tag. Vergewaltigungen, Plünderungen. Eine Truppe Russen kam rein, die anderen gingen raus. Die anderen kamen erblindet in die Hospitäler. Als ich so einen Fall untersuchte, traf ich dort eine Unmenge von Menschen, die erblindet waren und wegen ihrer ungeheuren Schmerzen schrien. Dieser Methylalkohol forderte meiner Meinung nach nicht weniger Opfer als deutsche Heckenschützen. Jedem einfachen Rotarmist ist es genehmigt worden, monatlich ein 5-Kilo-Paket mit Beutegut nach Hause zu schicken. Offizieren ist die doppelte Menge erlaubt. Viele Soldaten mögen das als Freifahrtschein zur Anarchie empfunden haben. Endlich in Deutschland. Siegesrausch, aufgestauter Hass und mehr Alkohol denn je. Auf vielen Gütern Ostbrandenburgs gibt es Schnapsbrennereien, die ihre Bestände nicht rechtzeitig vernichtet haben. Elisabeth Mummert erlebt die Folgen, als sie mit ihrer Freundin in einem Keller nach Essbarem sucht. Als ich denn im Keller war, da geht auf einmal die Tür auf und da steht ein Mongole, auch angeschickert, also alkoholisiert, und grinste uns beide an und als wie, jetzt hab ich euch. Und machte die Tür hinter sich zu, kam so mit so ein bisschen Beleuchtung rein und wir kriegten natürlich wahnsinnige Angst und brüllten Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das hörte Gott sei Dank ein anderer und der kam dann zu und wir standen nur bibbernd da. Also man weiß gar nicht, in welcher Situation man sich da überhaupt befunden hat, wie man da ausgesehen hat. Und er hatte da wahrscheinlich Mitleid, er hielt ihn fest, nahm ihm die Pistole weg und sagte zu uns, dabei. Es ist auch ein Propagandakrieg. Seitdem die Rote Armee deutschen Boden betreten hat, setzt die Deutsche Wochenschau die Berichterstattung über Vergewaltigungen gezielt ein. Qualvolles Entsetzen steht noch in den Gesichtern dieser deutschen Frauen. Sie berichten von den Tagen namenlosen Grauens, in denen sie wehrlos den partierten Horden ausgeliefert waren. Interviews mit deutschen Soldaten, bis dahin eher die Ausnahme, sollen die Glaubwürdigkeit der Wochenschau erhöhen. Bilder von der Oderfront, die nicht mehr gezeigt werden, da das Berliner Filmkopierwerk wegen Strommangels nicht mehr arbeitet. Klar, ja. Von den Frauen haben wir gehört, dass in einem Dorf, das hier jenseits der Oder liegt, sämtliche Männer erschossen worden sind, dass die Frauen uns weinend das erzählt haben, dass die Frauen auch von den Russen geschändet worden sind. Ferner habe ich noch von anderen Orten gesehen und auch mit den Dorf, mit den Bewohnern persönlich gesprochen, dass sie Richtung Osten evakuiert wurden. Seitdem sowjetische Truppen auf das Reichsgebiet vorgedrungen sind, wird auch Stalins Plan, Deutsche für den Wiederaufbau arbeiten zu lassen, in die Tat umgesetzt. Am 6. Februar 1945